Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Serie zum Thema Partialbruchzerlegung. Und jetzt wollen wir uns angucken, was mache ich eigentlich bei der Partialbruchzerlegung, wenn ich die Polstellen nicht gegeben habe? Was sind nochmal Polstellen zur Wiederholung? Das ist diese Klammerfassung hier unten im Bruch, wo dann irgendwie steht x plus oder minus irgendeine Zahl, wo man dann direkt sagen kann, okay, der Ansatz für die Partialbruchzerlegung ist gleich a durch die erste plus b durch die zweite. Das Problem ist jetzt aber, okay, was ist aber, wenn wir ein Integral haben, den wir mit Partialbruchzerlegung machen müssen? Ich habe aber diese Klammerfassung da unten noch nicht. Dann ist die Preisfrage, wie erstelle ich diese Klammerfassung jetzt? Und genau darum wird es in diesem Video jetzt gehen. Den Trick, den wir jetzt im Endeffekt wissen müssen, ist folgender Sachverhalt. Ihr kriegt diese Polstellenzerlegung über die Nullstellen von dem unteren Teil des Bruches. Also nehmen wir jetzt das alles, was unten steht, und setzen es ist gleich 0. Wenn wir jetzt hier aber diese Berechnung machen, müssen wir ein paar Kleinigkeiten bedenken und das zeige ich euch jetzt mal, weil ich würde jetzt hier, um die Gleichung zu lösen, PQ-Formel machen wollen. Dazu müsste ich jetzt erstmal geteilt durch 3 machen. Das bedeutet, wir haben dann x² minus 7x plus 10 gleich 0, aber die Tatsache, dass ich jetzt hier geteilt durch 3 mache, ist ein wichtiger Zwischenschritt. Das bedeutet nämlich, ich mache jetzt aus diesem Ausdruck hier 3x² minus 21x plus 30 wird dann durch diese Umformung, ist das dann nämlich so, als hätten wir eine 3 ausgeklammert. Also steht dann da im Endeffekt 3 mal jetzt dieser Ausdruck. Diese ausgeklammerte 3 ist nicht so schlimm, weil die können wir später vor dem Integral ziehen, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Jetzt hätte ich hiervon gerne die Lösungen. Dazu nehmen wir die PQ-Formel. X1, 2, minus minus 7 halbe sind plus 7 halbe. 7 halbe zum Quadrat sind 49 Viertel. Minus 10, die 10 gleich auf den Hauptnenner gebracht, ist minus 40 Viertel. Dann sind 49 Viertel minus 40 Viertel sind 9 Viertel. Und die Wurzel von 9 Viertel kann ich dankbarerweise ziehen. Das sind 3 halbe. Das bedeutet, wir haben jetzt zwei Lösungen. x1 sind 10 halbe, also 5. Und x2 sind 4 halbe, also 2. Und der Trick ist, dass wir jetzt mit diesen beiden Lösung, die wir daraus haben, und jetzt korrekt unsere Polstellenfassung erzeugen können. Jetzt kann ich aus diesem Teil hier, ich markiere den gerade nochmal, wir den weiter auseinandernehmen, können wir jetzt machen. 8 plus 2x, die 3 schleifen wir nochmal mit, mal x minus der ersten Nullstelle, also x minus 5. Mal x minus der zweiten Nullstelle, also x minus 2. Achtet dann bitte darauf, wenn eure Nullstellen selber negativ sind, wird minus minus zu plus. Also wenn ich hier minus 5 hätte, wird hier plus 5 stehen. Darauf müsst ihr achten. Jetzt haben wir hier ein paar Zwischenrechnungen gemacht. Am besten titulieren wir das auch erstmal als Nebenrechnung, dass der Dozent da glücklich ist. Und jetzt haben wir hier eine Fassung, mit der wir jetzt gleich die Partialbruchzerlegung anfangen können. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich empfehlen, dass wir hier die 3 noch ausklammern. Was bedeutet das konkret? Dass ich die 3 jetzt einfach mal nach vorne ziehe. Also haben wir quasi ein Drittel mal 8 plus 2x und jetzt haben wir hier unsere Polstellenfassung x minus 5, x minus 2.
Das Einzige, woran ich jetzt denken muss, ist, dass ich später, wenn ich mein konkretes Endergebnis habe, dieses ein Drittel laut der Faktorregel wieder davor setzen muss. So, jetzt können wir hier unseren konkreten Ansatz machen. Also schreiben wir jetzt hier vom Korrektor hin, Ansatz PBZ, Partizialbruchzerlegung. Das ist dann, die beiden tausche ich schon mal, dass das x vorne steht. Das mache ich nur, damit es sortierter aussieht. 2x plus 8, x minus 5 mal x minus 2 ist gleich irgendein Faktor a, den wir noch nicht kennen, durch x minus 5 plus irgendein Faktor b, den wir noch nicht kennen, durch x minus 2. Jetzt können wir hier ein bisschen anfangen zu rechnen. Was wir jetzt tun, ist, wir werden es mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren oder hier drüben auf den Hauptnenner bringen. Dazu können wir jetzt das hier hinschreiben. Der Trick ist, wenn ich das jetzt gleich auf einen Aufwasch mache, dass ich das da drüben gleich wegkürze. Das heißt, hier haben wir erstmal nur stehen 2x plus 8. Dann hier drüben, wenn ich das mit dem Ganzen multipliziere, kürzt sich das hier weg. Dann habe ich nämlich nur noch stehen a mal x minus 2 plus b mal dem Ganzen. Dann kürzt sich der Teil weg. Dann haben wir b mal x minus 5. Ich empfehle meinen Schülern meistens, die Rechnung so zu machen, weil es zeitsparender ist, wenn man es hinbekommt. Was ich aber eigentlich unterm Strich tue, ich tue hier drüben den Hauptnenner bilden. Und gleichzeitig auf beiden Seiten mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren. So, dann haben wir als nächstes 2x plus 8 ist ax minus 2a plus bx minus 5b. Jetzt sortieren wir noch alles zusammen, was die x hat. Das ist ax plus bx. Und dann klammern wir es auch gleich aus. Sind a plus b hoch x minus 2a minus 5b. Jetzt möchte ich ja laut dem Ansatz für die Partizialbruchzerlegung, dass beide Seiten dieser Gleichung identisch sind später. Also möchte ich, dass 2, was ja am x steht, genauso viel ergibt wie a plus b, weil es am x steht. Hier. Also habe ich die Gleichung a plus b gleich 2. Und ich möchte hier an dieser Stelle das 8, was kein x hat, also alleine steht, muss dann ergeben, was die beiden hier sind. Warum, was die beiden da sind? Ja, weil die alleine stehen und kein x haben. Also haben wir jetzt als zweite Gleichung minus 2a minus 5b ist 8. Der nächste Schritt ist dann, dass wir hingehen und dieses Gleichungssystem dann auch lösen. Machen hier mal ein bisschen Übersicht. Wie ihr das jetzt löst, bleibt euch überlassen. Hier wird sich zum Beispiel anbieten, die obere nach a aufzulösen, dann ist a gleich 2 minus b. Das können wir dann da unten einsetzen für das a. Dann haben wir da stehen minus 2, wichtig, achtet auf die Klammer, 2 minus b minus 5b gleich 8. Dann haben wir hier im nächsten Schritt minus 4 plus 2b, weil minus mal minus ist plus. Minus 5b ist 8 plus 4. Dann haben wir hier schon mal 12 stehen. Und 2b minus 5b sind minus 3b geteilt durch minus 3. Dann ist b gleich minus 4. Und um dann im Endeffekt unser a zu bekommen, können wir das Ganze dann wieder hier oben einsetzen.
Dann habe ich a ist gleich 2 minus minus 4 sind plus 4, dann ist a gleich 6. Und der Trick ist jetzt im Endeffekt, dass ich diese beiden Werte hier einsetzen kann in das Ganze, was ich da gemacht habe. Und wir machen uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen übersichtlicher. Was wissen wir bis jetzt? Wir haben gestartet mit dieser Aufgabe hier. Die haben wir soweit umgeformt. Und jetzt geht es eigentlich darum, wir wollen ja ein Integral davon haben. Okay, dann können wir laut der ersten Integralregel, die Faktorregel nämlich, das ein Drittel nach vorne ziehen. Und jetzt tun wir mit der Partizialbruchzerlegung diesen Integral nochmal zerlegen. Also haben wir dann insgesamt ein Drittel Integral a. A war 6, also 6 durch x minus 5 plus minus 4 x minus 2 dx. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir unseren großen bösen Integral in kleinere Integrale zerhackt haben. Und die kleineren Integrale kann ich mit einer Formel machen, das ist nämlich folgende. Und mit der klein gehackten Fassung hier können wir jetzt leichtere Integralregeln verwenden. Und die Regel, die ich jetzt verwenden will, ist, dass wir im integralen Bruch haben. Hier haben wir nämlich Brüche und oben steht die Ableitung von unten. Dann ist der Integral ln von dem, was unten steht. Das kriegen wir aber eigentlich relativ schnell hin. Wir müssen jetzt halt nur dieses ein Drittel noch mit bedenken und noch ein paar Umformungen machen. Also zuallererst gehe ich geistig hin und zerlege das hier, weil da noch ein Plus dazwischen steht, in zwei einzelne Integrale. Also haben wir als ersten Zwischenschritt ein Drittel Integral und jetzt können wir die 6 runterziehen. 6 mal 1 durch x minus 5 dx plus ein Drittel, weil es ein Drittel bezieht sich auf beide, deswegen muss ich es jetzt nochmal schreiben. Integral minus 4 mal 1 durch x minus 2 dx. Und die können wir jetzt im Endeffekt nach vorne ziehen. Dann haben wir 6 Drittel von Achtung, minus 4 Drittel. Jetzt schlussendlich können wir diese Formel hier anwenden. Das davor können wir natürlich auch noch ein bisschen verrechnen. 6 Drittel sind 2. Das hier ist dann ln von dem, was unten steht. Ln x minus 5 minus 4 Drittel ln x minus 2 und natürlich die Integrationskonstante c packen wir am Ende auch dran. Dann sind wir fertig. Wichtige Zusammenfassung ist in der ganzen Geschichte, wenn euch am Anfang die Polstellen fehlen, müsst ihr die erst ausrechnen über das Verfahren, was ich euch gerade gezeigt habe. Und danach könnt ihr ganz normal die Partizialbruchzerlegung machen. Und wenn ihr die Integral, die kleinere Integral zerhäckselt habt, könnt ihr es mit leichteren Regeln aufleiten. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war und du was lernen konntest. Das habe ich gerne gemacht. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade am gleichen Problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte, kannst du das Video auch wirklich gerne teilen. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu lernen, habe ich dir hier oben noch ein weiteres Video verlinkt, wo du gucken kannst. Oder wenn du das toll findest, was du machst und Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Und wie immer, bleib am Ball, glaub an dich, du kannst das alles.